Der Spear Goblin ist eine grundsolide Karte, welche in jedem Deck ihren Nutzen finden kann. Doch wie kann man am besten sein volles Potenzial ausschöpfen? Schauen wir doch am besten direkt mal in ein Spiel, wo ich euch 4 Tipps für ein besseres Gameplay mit dem Spear Goblin mitgebe. Als erstes würde ich euch empfehlen, den Spear Goblin, wenn möglich, direkt schon in der ersten Runde zu setzen, um seinen starken Speerwurf schon zu nutzen, wenn noch wenig Truppen auf dem Feld sind. In niedrigen Ligen ist hier sicherlich die Platzierung in der Mitte sinnvoll, da viele Gegner ihre Truppen vor allem beim ersten Zug noch nicht verschieben. So ist ein Treffer mit dem Speer fast schon garantiert. Dieser starke Schaden, den man so zu Beginn schon dem Gegner zufügen kann, kann am Ende über Gewinnen und Verlieren entscheiden. Als zweites ist die Platzierung natürlich ebenso wichtig. So ist es immer vorteilhaft, den Spear Goblin hinter einem Tank, wie zum Beispiel dem Mega Ritter oder Packer, oder deinem eigenen Hero zu platzieren. Wichtig ist es auch hier, auf einen gegebenen gegnerischen Miner aufzupassen, da dieser den eigenen Tank natürlich untergraben kann. Als drittes kommt es natürlich auch auf die richtige Prediction an. So ist es stets vorteilhaft, den Gegner versuchen zu lesen und zu erkennen, wann und wo er wichtige Minis platziert. Spielt der Gegner Magier, Eismagier, Magic Archer oder Heiler, sollte man immer versuchen, den Spear Goblin gegenüber von diesen zu setzen. Vorausgesetzt, der Gegner schützt diese nicht mit einem Tank. Wenn du es so schaffst, schon in den ersten Sekunden des Spiels den gegnerischen Magier auszuschalten, bringt dir das einen sehr großen Vorteil. Als vierten und letzten Tipp möchte ich noch kurz auf die Upgrades des Spear Goblins eingehen. Als kurze Zusammenfassung. Das erste Upgrade erhöht den Schaden des Speeres. Das zweite Upgrade gibt dem Spear Goblin ein kleines Zeitfenster, in dem er ein mehr Attack Damage für einen kurzen Zeitraum macht. Das dritte und höchste Upgrade verleiht dem Speer einen Stun-Effekt. Bedeutet, dieser kann für 3 Sekunden sich nicht bewegen und auch nicht angreifen. Vor allem das erste und das dritte Upgrade sind hier besonders sinnvoll. Spielt der Gegner Magier oder Magic Archer, kann vor allem das erste Upgrade besonders hilfreich im Early Game sein, da diese beiden und andere Truppen nun One-Hits sind. Das bedeutet, sie können direkt in den ersten paar Sekunden ausgeschaltet werden, nur durch den Speer. Das dritte Upgrade ist besonders hilfreich im Late Game. Hat dein Gegner eine Truppe, die besonders viel Schaden zufügt, oder nervt dich der Hero von ihm immer? So kannst du ihn versuchen, am Anfang zu behindern und bevor er eigenen Schaden anfügen kann, direkt schon auszuschalten. Platziere hierfür deinen Spear Goblin möglichst hinter einem Mini, der möglichst viel Schaden zufügt, wie zum Beispiel deinem Hero oder dem Packer.